Hey Leute, willkommen zur weiteren Folge auf meinem Kanal. Heute zum Allerordner, die in Season 5 dazugekommen bisschen verändert wurden. Und ja, falls euch das Video gefällt und kein weiteres Video mehr verpassen möchtet, lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like, eine Pause weiter und ein Abo der Leute. Und sonst wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Let's go! Und ja Leute, wie schon gesagt, geht es heute um die neuen Orte, die in Season 5 dazugekommen sind, die mit Season 5 gekommen sind, Leute. Und dann würde ich mal sagen, reden wir nicht lang um den heißen Brei herum, sondern beginnen gleich mit dem ersten Ort. Und zwar handelt es sich bei dem ersten Ort um ein Thema, das ja schon geleakt wurde, jedoch wusste man nicht, in welchem Stil das überhaupt jetzt ins Game kommen würde. Und zwar handelt es sich hier um das Thema Wikinger. Und zwar, wie ihr im Hintergrund seht, ist ein kleines Wikinger-Dorf auf dem Berg zwischen Snobby und Rittlewo entstanden. Davor war da nur ein kleines Haus und jetzt ist da anscheinend so ein Wikinger-Dorf mit einem riesigen Wikinger-Schiff und einem Wasserfall. Ist immer ein richtig geiles Dorf, Leute, und schaut auf jeden Fall richtig geil aus. Gibt auf jeden Fall dort sehr, sehr viele versteckte Kisten, also passt auf jeden Fall auf, dass ihr wirklich alle Kisten findet, Leute. Wie schon gesagt, ist das Dorf auf jeden Fall relativ geil. Ihr findet auf jeden Fall relativ viel Loot dort und es eignet sich auf jeden Fall, wenn ihr da mit einem Squad hingehen würdet. Sonst kann man eigentlich nicht wirklich viel mehr zu diesem Ort sagen. Es gibt, wie schon gesagt, einen Wasserfall, ein riesiges Wikinger-Schiff, ein paar Wikinger-Hütten, wo auch Loot drinnen ist mit ein paar Stühlen und so weiter, Leute. Also ganz normale Wikinger-Ausstattung, könnte man sagen. Und dann würde ich sagen, was auf jeden Fall mit dem ersten Ort und wir kommen gleich mal zum zweiten Ort, der neu hinzugefügt wurde. Und ja, Leute, kommen wir mal zum zweiten Ort und zwar handelt es sich um einen Ort, der eigentlich relativ beliebt war bei der Fortnite-Community, den auch relativ viele Spieler gemocht haben, den Ort. Und zwar handelt es sich hier um den Ort Anarchy Acres, Leute. Dieser Ort ist derzeit leider von der Fortnite Season 5 Map verschwunden, gleich mit Beginn der Season 5, Leute. Ist einfach relativ schade, dass dieser Ort verschwunden ist, weil, wie schon gesagt, viele den Ort gemocht haben, wenn der Bus immer drüber geflogen ist. War auf jeden Fall relativ viel Fight dort, man hatte guten Loot eigentlich meistens und man konnte auf jeden Fall auch mit dem Squad dort landen. Und wie schon gesagt, war es auf jeden Fall ein relativ geiler Ort und ja, viele haben den auf jeden Fall gemocht. Jetzt wurde dieser Ort anscheinend durch einen neuen Ort ersetzt, Leute. Damals waren ja auch nur Scheunen und ein Familienhaus dort, noch ein paar kleine Hütten. Sonst war aber nicht wirklich viel noch mehr dort. Jetzt wurde auf jeden Fall das alles durch einen riesigen Golfplatz, durch eine riesige Golfanlage ersetzt, was natürlich auch relativ geil rüberkommt eigentlich. Das hebt noch ein bisschen die Atmosphäre und der Platz wird auch ein bisschen mehr genutzt, könnte man sagen. Dort steht auf jeden Fall jetzt eine riesige Golfanlage, man hat einen kleinen Schwimmpool, man hat einen Tennisplatz, natürlich auch einen Golfplatz, wie schon erwähnt. Und man hat dieses riesige Golfhaus, so eine Art Golfhotel, könnte man sagen. Ist relativ geil, man findet auf jeden Fall relativ viel Loot dort, könnte man sagen. Also man kann auf jeden Fall noch immer mit einem Squad dort landen. Natürlich wird man in der nächsten Zeit sehen, wie viele Leute da noch überhaupt landen werden, nachdem ja auch Anarchy Acres jetzt weg ist, wie sich das auch das Hotel jetzt oder diese Sportanlage in der nächsten Zeit noch durchsetzen wird. Sonst kann man einfach zu diesem Ort nicht mehr wirklich viel sagen. Und ja, wie schon gesagt, hebt ein bisschen die Atmosphäre, nutzt irgendwie ein bisschen diesen Platz, weil sonst standen irgendwie nur Scheunen und ein paar kleine Hütten. Finde ich auf jeden Fall richtig geil, dass sie auch diese Sportarten auch dazugegeben haben, dass man auch jetzt hier Basketball spielen kann, dass man Golf spielen kann, also mit diesen Emotes. Und ja, passt auf jeden Fall auch relativ gut dazu. Und sonst würde ich mal sagen, war es das mit diesem neuen Ort. Ihr könnt mir gerne eure Meinung zu diesem Ort in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren, was ihr zu diesem Ort meint, Leute. Und ja, sonst würde ich mal sagen, kommen wir gleich mal zum dritten Ort, der sich verändert hat. Und ja, Leute, kommen wir gleich mal zum dritten Ort. Und zwar handelt es hier um Lazy Links bzw. Mostermeier, die Rennstrecke und den Prison, also das Gefängnis. Und zwar wurden ja diese drei Orte in ein neues Biom gesetzt. Und zwar geht es hier um das Wüstenbiom. Man hat ja schon damals geleakt, dass es eben so ein Wüstenbiom geben wird, aber in welchem Ausmaß und welche Städte sich darin befinden werden, wusste man damals noch nicht. Ist schon relativ interessant zu sehen, welche Städte sich jetzt eben darin befinden, eben die Rennstrecke, der Prison, der aber jetzt weg ist und ja, Lazy Links beziehungsweise der damalige Mostermeier, Leute. Da kommen wir aber gleich mal zum allgemeinen Mostermeier, was sich eben verändert hat, beziehungsweise was eben durch Lazy Links ersetzt wurde. Dort ist man von jetzt eine Kleinstadt, könnte man sagen, mit einem hohen Wohnhaus und eben eine Wohnhausanlage, wo eben ein paar kleine Wohnhäuser sind. Ist auf jeden Fall ein richtig geiler Ort und auf den ersten Blick schaut auf jeden Fall relativ gut aus. Man findet auch relativ viel Loot dort und es landen meist auch relativ viele Gegner eben dort und man kann auf jeden Fall relativ viele Kills machen am Anfang. Wir scheinen auf jeden Fall ein relativ geiler Ort zu sein und gefällt mir auch für eine
gefällt mir auf jeden Fall relativ gut. Wir werden natürlich auch in der Zukunft sehen, ob dieser Ort sich gut in die Community reinleben wird, ob die Community diesen Ort annehmen wird und wie viele Leute eben in jeder Runde dorthin gehen werden. Das wird auf jeden Fall relativ interessant werden, zu sehen, ob dieser Ort ein besseres Mosty Meier wird oder ob dieser Ort nach einer Zeit wie Mosty Meier einfach nur leer bleibt und einfach da meistens keine Gegner hingehen. Das werden wir in den nächsten Wochen bis Monaten sehen. Wird, wie schon gesagt, relativ interessant zu sehen werden. Aber nicht nur Mosty Meier hat sich verändert, sondern auch die Rennstrecke und ja, der Prison, also das Gefängnis. Kommen wir mal kurz zur Rennstrecke. Und zwar ist die Rennstrecke nicht einfach von der alten Rennstrecke einfach in das neue Biom gesetzt worden, sondern die Rennstrecke hat sich auch in guter Maße verändert. Und zwar wurde es auch wirklich eine professionelle Rennstrecke. Man hat hier einen asphaltierten Weg, also eine asphaltierte Rennstrecke. Man hat eine kleine Zentrale und eine große Garage, wo eben diese Autos da drin stehen, wo auch Loot liegt. Wir haben auch hinter der Garage noch ein kleines ein Restaurant, das wirklich jetzt nicht so modern aussieht. Und in meinen Augen ist aber relativ wenig Loot dort. Und als Squad ist das jetzt nicht so der Ort, wo ich jetzt landen würde, eben auch um guten Loot zu finden. Wenn man jetzt Solo oder Duo ist, kann man auf jeden Fall dort landen. Man hat, wie schon gesagt, auch Loot dort. Es ist jetzt nicht so, dass man eben dort kein Loot finden würde. Aber wie schon gesagt, für Squad ist nichts so fehlen. Trotz allem ist dort eine Veränderung passiert und ich finde es auf jeden Fall relativ geil zu sehen, was eben aus dieser alten Rennstrecke geworden ist. Ihr könnt mir auch gerne mal eure Meinung zu dieser neuen Rennstrecke in die Kommentare schreiben. Dann kommen wir mal zum dritten Nebenort. Ja, eben von Lazy Links, wie gesagt, war dort das Prison, also das Gefängnis. Das Gefängnis wurde jetzt einfach nicht in Season 5 eben auf das neue Biom gesetzt, einfach wie vorher, sondern das Gefängnis wurde einfach weggegeben. Dafür sind aber jetzt zwei kleine Orte entstanden und zwar auf der rechten Seite, wie ihr im Hintergrund seht, noch eine kleine Hausanlage. Eher standardmäßig sind die Häuser gehalten. Das hier gefällt mir auf jeden Fall relativ gut und auf jeden Fall richtig geil zu sehen, dass da jetzt auch nochmal ein kleiner Ort dazugekommen ist. Aber auch wie bei der Rennstrecke ist da auch nicht wirklich so viel Loot und für Squads könnte ich jetzt nicht zu weit empfehlen. Dazu auf der linken Seite, wie auch im Hintergrund noch zu sehen ist, ist auch so eine Müllhalde auf die Map dazugekommen. Das ist, glaube ich, so eine Autoschrottanlage, wo dann auch die ganzen Autos gesammelt werden, wie in Chongchangche. Natürlich nicht so groß und nicht so großen Ausmaße, aber auf jeden Fall sowas um den Dreh. Und ja, das war dann mit Entwicklung von Mosty Meier, wie sich der ganze Ort und diese ganze Landschaft darum verändert hat. Und dann würde man sagen, kommen wir gleich mal zum vierten Ort, der sich geändert hat. Beim vierten und beim letzten Ort, der sich in Season 5, also mit Beginn der Season 5 geändert hat, handelt es sich hier um Dusty Divo. Es ist kein neuer Ort entstanden, sondern Dusty Divo ist geblieben. Jedoch gab es nicht nur leichte, sondern auch wirklich fast schon extreme Veränderungen. Das, wie man auf dem Bild sieht oder wie ihr im Hintergrund seht, ist wirklich zugewachsen mit Bäumen. Es ist wirklich schon eine kleine Landschaft entstanden. Wir haben auch zwei kleine Gewässer. Natürlich findet man noch immer die Pilze dort und es sind wirklich viele Bäume gewachsen. Dieses ganze Lager eben um diese Kapsel, wo der Visitor, also der Blockbuster, das Skin rausgekommen ist, wurde jetzt eben durch diese ganzen Bäume, durch das ganze Zuwachsen, das stört. Finde ich auch relativ interessant zu sehen, wie das gut designt hat. Jedoch kommt mir vor, dass ein bisschen weniger Loot liegt als vorher, eben weil die ganzen Bäume das zerstört haben. Sonst finde ich den Ort relativ geil und sehr interessant, wie schon gesagt, zu sehen, wie sich das eben nochmal weiterentwickeln wird. Haben ja bei der letzten Season gemerkt, dass jede Woche sich das verändert hat. Und jetzt gab es wirklich eine große Veränderung, dass eben das Lager verlassen wurde und eben die ganzen Bäume durchgestoßen sind und dieses Lager zerstört haben. Sonst ist es wirklich ein geiler Ort und wir werden natürlich in der Zukunft sehen, wie sich dieses Dusty verändern wird und was daraus passieren wird, ist auch relativ interessant und wir werden natürlich das in den nächsten Wochen und Monaten verfolgen, Leute. Und ja, das war's dafür mit den neuen Orten in Season 5, was sich alles verändert hat. Und ja, falls euch das Video gefallen hat und ihr keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet, lasst dafür weil jetzt ein Like, eine positive Wertung und ein Abo da und vergesst dafür nicht die Glocke zu aktivieren. Wir können mal, wie schon gesagt, eure Meinung zu diesen ganzen Veränderungen, zu den ganzen neuen Orten in die Kommentare schreiben und sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, Leute. Ciao. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame.